Ja, hallo und willkommen zu den Spielleiter-News für die KW38. Leicht verspätet diesmal, aber deswegen trotzdem noch randvoll gefüllt mit Neuigkeiten. Ich habe sogar noch ein paar aus der vorangegangenen Woche, die ganz einfach letztes Mal nicht mit dabei waren, weil die Speicherkarte voll gewesen ist. Deswegen fangen wir direkt noch mit denen an. Und zwar die Neuheit von Markus und Inka Brandt mit dem Namen Nochmal. Die gibt es jetzt schon online zu spielen, und zwar auf der Brettspielwelt. Also wenn ihr das schon mal vorab spielen wollt, könnt ihr euch das dort auf jeden Fall schon mal anschauen. Nochmal ist im Prinzip so eine Art Quicks, also beziehungsweise erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen an das Quicks-Prinzip. Denn man hat dort auch Würfel, die man alle zusammen würfelt. Und dann kann man, je nachdem was man eben dort für ein Ergebnis hat, auf einem Zettel Kreuze machen. Da gibt es gewisse Regeln, wie man die machen muss. Man muss irgendwie farbig zusammenhängende Kreuze oder farbig zusammenhängende Blöcke kann man dort ankreuzen. Also das Spiel möchte ich mir auf jeden Fall auch in Essen dann holen. Kostet irgendwie 12 Euro oder so dort, weil ich mag Quicks. Und das sieht nach einer interessanten anderen Variante aus. Und ja, ihr könnt es auf jeden Fall online schon spielen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dann habe ich auf BoardGameGeek noch etwas gefunden. Und zwar gibt es dort wie scheinbar jedes Jahr. Nur letztes Jahr bin ich da nicht drauf gestoßen. Aber dieses Jahr möchte ich euch ganz einfach auch mitteilen. Gibt es eine Auktionsliste oder beziehungsweise eine Verkaufsliste für Spiele, die dann auf der Messe direkt übergeben werden. Also man kann sich dort quasi Versandkosten sparen. Die Liste ist extrem umfangreich. Also da sind mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Spieleinträge drin. Kann jeder einfach, der bei BoardGameGeek angemeldet ist, einen Beitrag dort machen. Das funktioniert so, dass man quasi ein Startgebot festgibt und auch einen Preis, den man quasi als Sofortkaufpreis ansieht, und dann über die Kommentarfunktion können dann die Leute dann so Gebote abgeben. Also wenn das was für euch ist, schaut es euch mal an, Link ist in der Beschreibung unten drin. Ja, und ihr quasi noch ein bisschen Platz schaffen wollt, dann ist das auf jeden Fall eine super Möglichkeit dafür. Dann noch vielleicht was Interessantes für iOS-Besitzer. Und zwar die schon auf das neue iOS 10 aktualisiert haben. Da gibt es ja jetzt die Möglichkeit, in der Nachrichten-App Sticker zu verwenden. Und Check Games Edition hat sich nicht nehmen lassen, für Codenames bereits jetzt so ein Sticker-Paket anzubieten. Das Ganze kostet 99 Cent. Also wenn ihr irgendwie Codenames-Fans seid, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Das sind so eben die typischen Illustrationen von Codenames, von den einzelnen Plättchen und so weiter sind da drauf dann zu finden. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Dann geht's weiter mit den News für die vergangene Woche nun. Und zwar mit einer Erweiterung zu Oh My Goods. Die wurde ja schon mehrfach irgendwie immer mal erwähnt, auch unter anderem in dem Interview, was ich mit Alexander Pfister auf der Spiel des Jahresverleihung geführt habe. Und ja, jetzt gibt's ein paar mehr Informationen dazu. Sie hat den Namen Longsdale und bietet eine Art Kampagnenmodus, Storymodus. Also es gibt dort verschiedene Kampagnenteile, die man dort bespielen kann. Und ja, die machen quasi das Spiel noch ein bisschen variabler. Also da ist die Rundenanzahl dann nicht mehr fest auf 8 beschränkt, sondern eben je nach Kampagnenstück eben vorgegeben. Und es gibt so eine Art Storykarte noch dazu, die eben halt ein bisschen was erzählt, so eine Geschichte. Dann gibt es ein Ereigniskartendeck, was auch immer wieder, wenn man die Kampagne eben mehrfach spielt, dann unterschiedlich zusammengestellt wird, was eben halt einfach ein paar Ereignisse noch mit in das Spiel reinbringt. Außerdem gibt es noch neue Gebäudearten und so weiter. Und ja, also wenn ihr Oh My Goods Fans seid, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Es ist wohl eine limitierte Auflage, also da wird es nicht so viel von geben, also das heißt dann auf jeden Fall schnell sein, wenn ihr euch die holen wollt. Dann gab es auch in der vergangenen Woche ein paar neue Bilder zu Willen des Wahnsinns, und zwar eben zweite Edition zur deutschen Ausgabe. Und zwar hat ein Mitarbeiter vom Heidelberger Spieleverlag ein paar Bilder gepostet, wie er eben gerade das Spiel testet, insbesondere die App dazu. Man sieht dort eben schon ein paar deutsche Texte dazu, also das scheint auch eben so, dass es auf jeden Fall noch ein bisschen länger dauert. Ich habe so die Information, dass es wohl erst im Dezember dann verfügbar sein wird.
Und es wird wohl eben nicht so sein, wie vielleicht bei anderen Titeln auch in der Vergangenheit schon, dass da vorab Exemplare auf das Spiel extra eingeflogen werden. Weil ich sag mal, das Ganze hängt natürlich eben auch an der App. Und wenn die App noch nicht fertig ist, dann bringt auch ein eingeflogenes Spiel nicht, was man vielleicht das Spiel kaufen kann, wenn die App eben noch nicht fertig ist. Also da ganz einfach noch ein bisschen Geduld haben, aber sehen wird man es bestimmt schon zum Spiel. Vielleicht auch eine kleine Probepartie, kann man dann vielleicht dort auch schon machen. Dann ist eine Neuheit jetzt schon in den Läden verfügbar, und zwar Pandemic Schreckensherrschaft des Cthulhus, also quasi Pandemie im Cthulhu-Universum. Hunter und Kron hatten das ja auf einer ihrer GenCon-Videos bereits so ein bisschen vorgestellt, und ja, das Ganze ist eben jetzt in der deutschen Version schon im Handel verfügbar, kostet um die 40 Euro. Und was Hunter und Kron ja auch meinten, eben, dass es sich schon lohnt, weil es doch nochmal ein paar andere Kniffe mit ins Spiel bringt. Also diese umherbewegenden Monster sind quasi nochmal interessant, die dann auch durch Portale reisen können und so weiter. Also wenn ihr Cthulhu-Fan seid und Pandemie mögt, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Dann habe ich bei TrickTrack die Woche was gelesen, und zwar Oink Games. Einen Verlag, den ihr vielleicht nicht unbedingt kennt oder vielleicht auch doch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein japanischer Verlag, und zwar bringt der viele von seinen neuen Messeneuheiten schon direkt mit deutscher Regel raus, was ich ehrlich gesagt sehr cool finde. Denn ich muss sagen, letztes Jahr in Essen ist mir Oink Games in der Tat aufgefallen. Die waren so in Halle 7. Und dort ist mir auch Tiefseeabenteuer schon aufgefallen, aber ich habe es so ganz einfach nicht näher angeschaut, was ich ein bisschen schade finde, denn das kam ja jetzt auch ziemlich groß raus, kam auch eine deutsche Version. Und deswegen, wenn ihr irgendwie da interessiert seid, schaut euch die auf jeden Fall mal an, die Spiele, die Oink Games bringen. Unter anderem sind das eben Spiele wie Twins, was recht cool aussieht, oder Maskman, die eben jetzt schon eine deutsche Regel direkt mit dabei haben. Also es sind so kleine Minispiele, die aber vielleicht irgendwie immer doch noch einen besonderen Touch haben. Also deswegen auf jeden Fall mal bei Oink Games zum Spiel vorbeischauen. Und ja, damit ihr natürlich auch Oink Games findet, gibt es jetzt die Hallenpläne online. Und zwar einmal so nach Standnummern sortiert das Ganze, und dann auch für jede Halle separat nochmal einen Plan. Im zweiten Anlauf gibt es das jetzt auch in höherer Auflösung, sodass ihr die Standnummer dort auch ein bisschen besser sehen könnt. Bietet sich ganz einfach an, dass man dort vielleicht irgendwie sich das ausdruckt, ein bisschen markiert, wo welcher Stand ist, der einen interessiert. Denn ansonsten verliert man doch ein bisschen schnell die Übersicht in dem ganzen Getümmel, vor allen Dingen, wenn es dieses Jahr auch noch zwei weitere Hallen sind. Die Links zu den Hallenplänen findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Dann etwas zur Neuheit von What's Your Game? Und zwar wird es wohl dieses Jahr bei einer Neuheit bleiben, eben Railroad Revolution. Nachdem Brasil nun, wie ich in den letzten News schon erwähnt hatte, verschoben wurde auf nächstes Jahr. Aber nichtsdestotrotz, Railroad Revolution sieht auf jeden Fall auch interessant aus, wird definitiv ein etwas komplexeres Spiel sein, ist ein Worker Placement mit, natürlich, wer hätte es geahnt, Eisenbahn-Thema. Auf Boardgame Geek gibt es dazu jetzt quasi schon so eine Art Sneak zu sehen, wo man auch mal ein Bild schon mit direkt sieht und auch eine Beschreibung hat, wie denn so der Rundenablauf ist. Was jetzt das Besondere bei dem Spiel ist, habe ich noch nicht ehrlich gesagt herausgefunden. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn dann weitere Sneaks irgendwie dazu veröffentlicht werden, oder beziehungsweise auch die Regel, denn die soll wohl jetzt in Kürze noch online gestellt werden. Genauso wie auch eine Pre-Order-Möglichkeit. Also, wenn euch das interessiert, den Link zu diesem Sneak auf BoardGameGeek habe ich euch auch in die Videobeschreibung gepackt. Ja, dann war am vergangenen Freitag das zweite Pegasus-Presse-Event. Leider konnte ich dort nicht teilnehmen. Ich hoffe, dass ich es dann vielleicht nächstes Jahr dann mal schaffen werde. Auf jeden Fall gab es dort schon viele Neuheiten zu sehen. Einige Blogs haben auch schon Berichte und Videos darüber gepostet. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen.
Vielleicht so am Rande, was mir auch gefallen ist, und zwar der Matthias von Frosted Games hat ein Bild auf Twitter gepostet, wo man eine kleine Erweiterung zu Istanbul sieht. Und zwar, wenn man sich das anschaut, ist das das schwarze Kamel, was letztes Jahr wohl auch schon als Schiedsrichter-Kamel in der Camel Up Mini-Erweiterung fungierte. Und dasselbe wurde jetzt wiederverwendet und gilt jetzt als Karawanenführer, eben als Mini-Erweiterung für Istanbul. Was das Kamel dort genau für eine Rolle spielt, weiß ich leider nicht. Es ist aber wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auch auf der Spiel für eine kleine Spende wieder zu bekommen. Dann noch in der vergangenen Woche hat so quasi auf den letzten Drücker noch der Nürnberger Spielkartenverlag die Neuheiten für dieses Jahr angekündigt. Und zwar haben wir dort zum einen The Game Extreme, quasi noch eine krassere Herausforderung zu The Game, also wem das Original nicht reicht, wer da ein bisschen das Interesse dran verloren hat oder wo, wer meint, dass der Reiz da ein bisschen raus ist, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Denn dort gibt es 28 neue Missionen. Also im Prinzip sind das auf den ganz normalen Karten dann so Symbole drauf gedruckt und man muss eben dieses Symbol oder diesen Auftrag dann bestehen. Da gibt es zum Beispiel so wie mit diesen 3 und Ausrufezeichen, das heißt, der Spieler, der diese Karte aufdeckt, muss jetzt genau 3 Karten legen, sonst ist das Spiel verloren. Oder es gibt auch eine Stoppkarte, die besagt dann eben, dass der Spieler sofort dann an der Stelle aufhören muss und sein Zug beendet ist. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an, ist auf jeden Fall noch eine nette weitere Herausforderung im The Game-Universum. Dann wurde noch eine 2-Spieler-Variante zu Quix mit dem Namen Quix das Duell angekündigt. Bietet ganz einfach ein bisschen mehr Interaktion zwischen den Spielern, hat natürlich wie gewohnt auch die Quickswürfel wieder mit dabei. Nur, dass man auf den Zahlenleisten jetzt keine Kreuze mehr macht, sondern man hat also Spielsteine und legt eben, wenn man ja eine Zahl sonst ankreuzen würde, einen Spielstein drauf. Dort kann man irgendwie dann auch mehrere Steine drauflegen und ja, man kann eben auch bei dem anderen Spieler dann Steine klauen. Also eine nette Variante auf jeden Fall, wenn man gerne Quix zu zweit spielt. Also ich spiele auf jeden Fall Quix oft zu zweit. Werde ich mir mal ein bisschen näher anschauen dann in Essen. Die Regeln zu Quix, das Duell, sind übrigens schon online. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und neben den Regeln hat der NSV auch auf Facebook noch ein Erklärvideo zu Quix, das Duell veröffentlicht. Ist leider, wie gesagt, nur auf Facebook, gibt es keinen YouTube-Link oder sowas. Den Link zu diesem Video habe ich euch aber trotzdem auch in die Videobeschreibung mitgepackt. Dann noch eine weitere Neuheit, die angekündigt wurde, ist auch wieder natürlich ein Kartenspiel mit dem Namen Take That. Und ja, ist so, wie der Name schon sagt, so ein bisschen so ein Ärgerspiel. Also man versucht dem anderen eben halt eins reinzudrücken. Erinnert vom Spielprinzip her so ein bisschen an Sechs nimmt und auch eine Mischung eben aus Sechs nimmt und The Game. Weiter geht's mit Matagot. Und zwar Matagot hat nun jetzt endlich letzte Woche die Vorbestellungen zur Spiel veröffentlicht. Also man kann jetzt eben Vorbestellungen tätigen. Der Link dazu habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Nicht irgendwie irritieren lassen, also das ist zwar auch die deutsche Flagge mit dort dabei, aber wenn man auf die draufklickt, kommt man nur auf die Seite nochmal. Wenn man wirklich etwas bestellen möchte, muss man eben auf die englische Flagge klicken und dort kann man dann eben so Messekracher wie Captain Sona für 40 Euro bestellen. Dazu gibt es noch eine Promokarte dann mit dazu und eben auch Ines. Ines wird 55 Euro kosten, gibt auch eine Promokarte mit dazu. Und ja, ich muss sagen, Ines fällt auf jeden Fall schon aufgrund des recht ungewöhnlichen Covers auf. Mit einem sehr eigenwilligen Grafikstil, da scheidet sich so ein bisschen die Gemeinde, ob das nun super ist oder nicht. Die meisten finden es eigentlich irgendwie doch originell. Und ja, ich habe mich auch mal ein bisschen näher mit Ines beschäftigt und muss sagen, es klingt wirklich sehr, sehr interessant. Also im Herzen ist es ein Area-Control-Spiel mit sehr vielen Karten. Also man steuert quasi mit dem Kartenmechanismus dort die Aktionen.
Die werden auch mit einem Draft-Mechanismus verteilt. Das erinnert so ein bisschen an Blood Rage, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, also ich habe mir einen Review von Shut Up and Sit Down angeguckt und die waren ja wirklich extrem begeistert von dem Spiel. Also ist auch definitiv ein Hype von der Gen Con gewesen und freue ich mich irgendwie schon sehr drauf. Ich bin trotzdem ein bisschen am Zögern, die englische Version zu bestellen, denn ich habe auf Twitter gehört von dem Alex von Board Game Junkies, dass wohl eine deutsche Version in der Mache ist, ist eigentlich auch klar bei einem Spiel von so einem Karat und von so einem Hype. Wann das erscheinen wird, weiß ich leider nicht. Da muss man wohl dann doch noch ein bisschen Geduld haben. Dann noch was Interessantes zu First Class von Hans im Glück. Habe ich ja vor zwei News oder so, hatte ich das glaube ich mal mit angekündigt. Ein Bild konnte ich da noch nicht zeigen, weil selbst bis jetzt gab es einfach noch kein Bild, außer nur ein paar Karten bei BoardGameGeek dazu zu sehen. Und ja, jetzt in der aktuellen Fairplay-Ausgabe ist eine Werbung dazu drin, eine Annonce. Und freundlicherweise der Nico von dem Prädagogen, danke nochmal Nico, hat mir da das Bild zur Verfügung gestellt, weil ich selber bin kein Fairplay-Abonnement. Ja, man sieht so jetzt mal ein bisschen was von dem Spielmaterial. Man sieht dort so ein kleines Spielertableau, was so Aussparungen am Rand hat, wo man dann eben die Karten dann an den jeweiligen Stellen legen muss. Es gibt so ein paar Münzmarker zu sehen und ja, ansonsten so viel Neues sieht man dann zwar jetzt auch nicht, ist aber einfach eben nochmal schön, dass man auch mal einen Spielecover sieht und auch mal ein bisschen mehr zu dem Spielmaterial. Ob das Spiel denn dann wirklich immer noch 42 Euro oder vielleicht auf der Messe dann 40 Euro wert ist, weiß ich nicht. Vom Spielmaterial sieht es wirklich einfach eigentlich nur nach eben diesen Spielertableaus. Gut, es sind ein paar Holzmarker mit dabei, das ist auf jeden Fall nicht schlecht und viele Karten muss man sich auf jeden Fall anschauen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ja, dann noch fast zum Schluss für diese Spielleiter-Ausgabe noch eine kurze Information oder vielleicht irgendwie so ein Hinweis. Denn ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, dieses Jahr boomen irgendwie so Exit-Spiele, Escape-Spiele. Da bringen ja gleich drei Verlage Spiele da zur Messe in Essen raus. Also eben die drei Exit-Spiele im Kosmos Verlag, dann von Norris gibt es ein Escape-Spiel und HCM Kinzel hat auch noch ein Escape-Spiel im Gepäck. Und wenn euch das bisher noch gar nicht so interessiert hat, wie mich persönlich auch, dem muss ich ganz einfach sagen, schaut es euch doch mal an, denn ich habe letzte Woche die Möglichkeit gehabt, dieses Probespiel von der Cosmos Exit Reihe mal zu spielen und muss sagen, ja, war wirklich sehr, sehr interessant. Das ging vielleicht so 20, 25 Minuten rum und ja, in dieser Zeit ist man ganz einfach wirklich extrem in diesem Spiel drin und versucht einfach diese Rätsel zu lösen, die auch sehr spannend gemacht sind. Also man schafft das schon auch auf jeden Fall mit ein bisschen Gehirnschmalz. Aber sie sind wirklich recht cool gemacht. Also man hat bei den Exit-Spielen von Cosmos dann eben immer so eine Codescheibe, wo man dann verschiedene Zahlen je nach Rätsel dort einstellen muss und die gibt dann immer eine Nummer an und dann zieht man entsprechend dann dieser Nummer dann eine Karte von dem Stapel und die Karte sagt man dann, ob man das Rätsel richtig gelöst hat oder nicht. Und ja, die Rätsel sind wirklich sehr cool gemacht, also wie gesagt, ich hatte es bisher noch gar nicht auf dem Schirm und seit diesem Probespiel bin ich doch irgendwie ein bisschen angefixt und werde mir doch bestimmt auf jeden Fall das ein oder andere Exit-Spiel mir mal anschauen und vielleicht auch holen. Dieses Probespiel, was ich übrigens gespielt habe, das ist auch das, was man dann auf der Messe spielen können wird, denn wie eben bei allen diesen Exit-Spielen ist es so, wenn man es einmal gespielt hat, ist es im Prinzip durch. Also man hat die Rätsel gelöst, man kennt die Lösung und ja, deswegen gibt es eben so ein separates Probespiel. Die richtigen Spiele sind dann doch nochmal ein bisschen anders. Ja, das war es auch schon fast jetzt mit den Spielleiter-News. Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Ich freue mich jetzt, dass ich nun 200 Abonnenten hier auf YouTube habe. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. In den letzten Monaten sind da wirklich extrem viele dazugekommen. Das freut mich auf jeden Fall sehr.
Und ich möchte definitiv auch in Zukunft wieder mehr Videos bringen. Da hat sich bei mir noch eine Menge angestaut. Gab jetzt ein bisschen zeitlich Probleme, aber da wird definitiv in Zukunft noch mehr kommen. Außerdem habe ich auch letzte Woche die 300 Follower bei Twitter geknackt. Darüber freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Und ja, ansonsten, ich weiß, ich bin euch noch die Spielliste für die Messe in Essen schuldig. Die wird definitiv diese Woche kommen. Da kamen ja noch ein paar Neuheiten dazu, die ich erst noch einpflegen muss. Und ja, wie gesagt, das Ganze kommt dann diese Woche. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Und wir sehen uns dann demnächst wieder.